Habe ich irgendwas Pflanzliches bei? Was hab ich? Gute Frage. Tierisch, das. Denn das. Es kommt unter Trophäe. Wir müssen hier eine Müllkiste einfischen. Eine Müllkiste? Ja. Ich pack alles rein und du räumst weg. So. Da. Erinnert dann eins ein bisschen an Seven Days. Bisschen, ja. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Hat meine Frau noch nicht mal diese Suppe mitgenommen? Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe gerade böses Déjà-vu. Wieso? Weil ich voll das fette Déjà-vu gerade habe. Hä? Brutzel, Brutzel. Knusper, Knusper, neu. Ja. So, und das nächste zum Fermentieren rein. Du bist schon fertig. Ja, ich habe nebenan noch eine Kiste gebaut. Moment, ich muss da noch mal. Könnte sogar schon das große Bötchen machen. Wäre doch auch was. Ja. Brauchen wir 80 Bronzenägel? Nee, 30. 30? Oh, ich bin gerade 30. Ja. Ah nee, 80, Entschuldigung. Ja. In verkehrte Ecke geguckt. Okay. Na gut, das ist ja kein Problem. Hattest du jetzt hergestellt oder? Nein. Okay. Nicht, dass ich das jetzt hier verschwende. So. Gucken, wie weit das reicht wegen dem. Nee, das ist schon wieder nicht mehr erreichbar. Ja, da ist vielleicht am besten, wenn du es wirklich mitnimmst. Ja, ja. Aber trotzdem, ich wollte mal wissen, war jetzt die Möglichkeit bestanden. Papier kriege ich alles. Das reicht aber nicht ins Wasser. Nee. Jetzt habe ich Hirschfell und Edel. Das edle Holz. Haben wir's? Hattest du jetzt schon Feuerpfeile gemacht? Nee. Okay, dann mache ich welche. Und tierisch. Ich hab mich nass gemacht. Dann ab unter die warme Dusche. Das hatten die Dinger. Ach so. Das ist doof. Weiß nicht, ich hab Angst, wenn ich das jetzt hier so fallen lasse, dass ich das Ding voll auf den Dez bekomme. Oh, da hatte ich aber einen fetten Leck, als du das gebaut hast. Das Schiff ist fertig. Ich geh mal Zigaretten machen. Ja.
Ich hab hier noch was für dich, warte mal. Ja, weißt du? Oh, Feuerpfeile. Ja, 100 Stück. Cool. Sollte erstmal reichen, oder? Klein wenig. Also ich hoffe. Ja, jetzt noch ein bisschen Rüstung herstellen und so. Ja, können wir schon. Warte mal. Bronze. Ups. Ja. Ja, machen wir mal Bronze. So. Ding, 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 ding. Ich packe deine Bronzerüstung mal in die. Weil dafür brauchen wir jetzt noch mehr. War das schon mal? Ja, jetzt hast du schön. Ja. Löwe war Geschichte. Denn noch haben wir genug Federn, also so ist nicht. Ja, aber wenn ich sie gerade sehe. Ja, das stimmt. So. Ja, auch wieder voll gemacht. Yep. Bist du dort den Stellen ist nicht gerade gut. Wieso kommst du noch ran? Ja, gut. So. Hälfte dieser Dinger haben wir jetzt. Aber das, was ich hier in die Ecke gebaut habe, hast du noch nicht gesehen, ne? Was? In der Ecke? Doch, habe ich schon gesehen. Die Metkiste? Also Metkiste, ne, die nicht. Ein gesunder Met. Das muss noch fermentiert werden. Was? Das ist die Schale da drunter. Achso. Nur es ist jetzt eins schon drin. Ja. Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir nämlich von hier aus mit dem Boot einfach mal hochfahren. Mhm. Direkt zum uralten Hochkurs nehmen. Neben Teleporter mit. Ja. Hallo? Der steht schon auf Home. Holz, da brauchen wir ja 20 von dem Edelholz. Und 10 Augen, die habe ich schon. Und 2 von den roten. Genau. Küppeln. Na gut, dann. Da muss man einen See stechen. Ach, schade, dass ich hier die Angel noch nicht habe. Und die Frau doch wieder rudern. Schatz, du hast jetzt schon mehr Erfahrung da drin als ich. Wie gut, dass mein Essen gleich aus meinem Magen raus ist. Dann kann ich nicht wirbeln, falls Sturm aufkommt. Oh. Oh, Kurs uralter. Wo bist du denn? Da. Direkt voraus. Na dann. Der zweite Stern von rechts. Gut. Ausgesetzt. Stein voraus.
Ich sehe hier keinen Stein. Oh, wir sind haarscharf dran vorbei. Ja, das Ding ist wesentlich schneller als das kleine Ding. Jo, ne, ich habe ja auch Vollspeed drauf, ne? Ja. Der Ozean. Hier kannst du ja auch Leviathan finden. Hier sieht aus wie Inseln. Okay. Da kannst du Chitin abbauen. Cool. Der geht dann aber irgendwann auf Tauchstation und da musst du dann relativ schnell weg sein, sonst bist du nämlich auch blub blub weg warst, ne? Okay. Und es gibt eine Seeschlange. Die kannst du töten und da kriegst du dann Schuppen von ihr, Fleisch und noch irgendwas. Was habe ich davon, wenn ich sie töte? Fleisch und du kannst halt dann mit ihren Schuppen kannst du dann bestimmte Sachen wieder craften. Okay. Ist das geil. Da hinten, ich sehe eine Insel. Oder muss ich das jetzt so hier bei den 13. Krieger machen? Odin! Ball schießen. Odin! Läuft hier auch rum, ne? Wer? Odin. Echt? Ja. Gibt eine vermummte Gestalt, die beobachtet dich. Also ich hab's nur gelesen. Aber das soll wohl Odin sein. Es hat ein... Sie tut dir nichts. Ja. Oder sonst irgendwas. Oh, kein Wind mehr. Nee, wir haben Gegenwind. Da muss ich wohl paddeln. Gerade so, wenn man Bosskämpfe macht oder irgendein Event ist, kommt der wohl raus und beobachtet, was du tust. Toll. Mehr nicht? Nee, mehr nicht. Aber ihm soll es da geben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Naja. In Wirklichkeit ist das Niki. Und der an sich rumspielt. Deswegen vermummt. Das ist auch eine interessante Theorie. Oh, wir sind jetzt beim dunklen Wald. Ja, sehr dunkler Wald hier. Aber ist noch weit und breit kein Land, also... Wenn wir irgendwann auf Yggdrasil klicken können? Na, davon habe ich noch nichts gelesen. Den abbauen. Jo. Oh. Lan! Ich seh Lan! Ja, ich schipper noch weiter. Ich seh hohe Bäume. Ich seh Nebel. Muss ich doch gleich mit dem Pfeil schießen? Nein. Zum Glück haben wir ja Feuerpfeile. Ja. Also da vorne ist Land. Entweder wir gehen da an Land oder wir schippern um die Insel drumherum und gucken, ob wir noch näher an ihn rankommen. Ich würde rechts lang fahren. Okay. Sieht relativ gut aus. Dann treffen sich irgendwie die beiden Inseln fast. So dass man wenigstens Auenwald oder so hat. Weil da ist die Gefahr geringer, dass wir da attackiert werden. Und jetzt Ebene, Sumpf. Jo.
Mensch, Fiana, gleich ist Essenszeit. Hin. Wo machst du dein Bäuschen? Oh, wenn man so hinguckt, sieht man es nicht. Aber wenn ich jetzt so leicht gucke, dann ist dort ein Berg. Es ist das ganz hohe Gebirge. Also ich blöd, dass man hier kein Feuer drauf bauen kann. Ja, das wäre auf dem Holzschiff echt scheiße. Hey, da könnte man das machen. Hey, bei mir zeigt er nämlich dann rot an. Ich glaube, viel näher werden wir nicht rankommen. Wie das mit dem Hunger aussieht. Hatten ein spätes ihr hattet ein spätes Mittagessen. Okay. Denn leckeres bei euch? Irgendwie alles nur Düsterwald, ne? Wir können natürlich noch mal auf der anderen Seite versuchen. Ja, wir schippern rum. Das Problem ist, wir haben echt Gegenwind und Stein voraus. Ja, ich hab's gesehen. Würstchen vom Grill mit selbstgemachter Currysoße. Oh, selbstgemachte Currysoße? Oh. Nicht schlecht. Was hört sich immer gut an. Oh, da ist ein Troll. Da lassen sich Trollen. Erwischt! Direkt in den Rücken! Du bist einer. Ja, aber lecker, dementsprechend sind wir auch noch ziemlich gesättigt. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah, du siehst, da hinten ist auch ein Wald. Auf der linken Seite. Muss ja erstmal durch die Klippen fahren. Ja, ich wollte es nur sagen. Wenn ich schon hier vorne sitze. Und chille. Vielleicht haben wir hier ja auch gleich ein kleines Häuschen in der Nähe. Ja, wenn wir nicht können das für uns beanspruchen. Ja. Was müsstest du da eigentlich Wind bekommen? Ja, aber wenn ich so dicht an der Küste fahre, ist zu viel Speed auch nicht gut. Ja, aber halbes Tempo. Also, Fiana, morgen nochmal Phasmo? Michi muss ich nachher anders schreiben, um ihn zu fragen, weil er das nicht mitkriegt. Oh, eben gerade sind die Tiere aufgeploppt. Sehr schön, sehr schön. Hier? Anlegen? Boah, erstmal hier anlegen. Da oben ist ein fetter Berg. Dann sehen wir weiter.